Seid gegrüßt, liebe Gemeinde. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um erstmal Sharon voller Schrott zu füllen. Und erstmal, guck, sie ist einverstanden damit. Das finde ich gut. Es soll natürlich nicht nur Schrott sein, sondern es soll natürlich auch wertvolle Angelegenheiten sein, wie eine Menge Altmetall für den guten Walter. Ja, wir sind hier in der Nähe von Märesti. Und ich habe mich gerade entschieden, wir machen noch eine Crafting-Sitzung und werden sehen, was da so geht, was wir denn noch craften können. Und danach wird kein Crafting-Material mehr gesammelt, sondern nur noch verkauft. Ja, das ist der Plan. Warte, ich habe Raider-Rüstung. Splittergranate. Ja, also bei Sharon scheint nichts mehr zu gehen. Gut, dann muss ich mit einem halben Inventar leben. Jetzt hat er sich die Höllenfeuerrüstung angezogen. Na, das wollte ich gar nicht. Aber das zeigt, dass die der Tesla-Rüstung überlegen ist. Okay. Mir war gerade noch aufgefallen. Wir können ja noch die hier zusammenlöten. Und dann mache ich mal einen Schnellspeicherstand. Man weiß ja nie, was passieren wird. Na, vielleicht entsteht ja Vents wieder auf und die ganze Familie. Und wir werden dann jetzt hier gleich hier erstmal ordentlich rangenommen. So, 2 Stunden 40 aufgenommen. Jetzt insgesamt, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe. Das heißt, wir sind auf der Hälfte einer... Alter, ist das gruselig, immer dieser Puppenkopf, der hier rumschwebt. Doch, hier ist es sehr sicher. Ich habe nämlich hier eigentlich alles, nicht nur eigentlich, ich habe hier alles weggetötet, das in irgendeiner Form gefährlich sein könnte. Mir ist da auch noch letztes Mal aufgefallen, dass da noch jede Menge Loot, naja, hier vorne an der Ecke war. Also so eine Loot-Ecke halt, ne? Das wollen wir natürlich auch nicht so lassen. Ich weiß ja auch wirklich, wo ich lang gehe. Aber ich glaube schon. Ja, da vorne. Ja, das gute alte Märesti, wo die Autoreifen gerne durch die Gegend fliegen und Puppenköpfe in der Luft schweben. Damit sowas nicht passiert wie das hier. Ja, jetzt kriegen wir noch mehr schlechtes Kahama. Das ist gut so. Ja, hier, guck mal, hier ist ganz viel Loot. Tja, das war, glaube ich, auch schon die Ecke, die ich gesehen hatte. Radio? Nö, natürlich nicht. Ich guck hier nochmal. Uns soll ja nichts entgehen. Ja. Gut, also das ist schon mal ein Versprechen. Ich werde heute zum letzten Mal craften. Ob wir heute tatsächlich alles fertig kriegen in dieser Aufnahmesitzung, das werden wir sehen. Das war ja von vornherein so die Ansage. Die liegen hier immer noch alle rum. Alan! War nicht Alan der Typ, der seine Familie aufgefressen hat? Ja. Was für Geschichten wir hier erlebt haben. Und jetzt ist es fast alles perdu, alles durch. Will hier unten noch mal gucken in den Pferch. Ich glaube, ich hatte letztes Mal hier gesehen, dass ich hier doch noch was vergessen hatte. Das darf natürlich nicht passieren. Ich hätte mich nach dem Baden eincremen sollen. Mein Gesicht juckt. Doch, hier ist es sehr sicher. Und hier habe ich noch SpongeBob's Pfannenwender am Start gehabt. Ist das da ein Teller oder? Och, ein Messer. Und die Leute, die das Geräusch nicht kennen, das bedeutet, ich habe mich gerade strafbar gemacht, weil ich ein paar Kannibalen ihren Stuff klaue. Also Kannibalen, die wohlgemerkt tot sind, weil ich sie tot gemacht habe. Ja, hier oben weiß ich noch, hatte ich 2 Buttermesser liegen lassen. Die hole ich mir natürlich wieder. Für die kriege ich gleich nochmal schlechtes Nein, kriege ich nicht, weil ich sie schon mal geklaut habe. Ach, guck mal. Habe ich doch glatt übersehen, dass da noch jede Menge Schrottloot ist. Verschlossen sehr leicht. Na bitte. Ja, 2 Stimmpacks haben oder nicht haben,
Apropos Altmetall. Für den lieben Walter. Für Walter. Ich habe gerade das Bauchgrummeln des Todes. Nee, ist aber wirklich nicht schlimm. Grummelt halt. Muss ich aber loswerden, bevor ich schlafen gehe, weil Bauchgrummeln und Schlafen bedeutet schlechte Träume. Bis hin zu Albträumen. Und darauf kann ich verzichten. Manchmal aber auch Wahrträume ist auch ganz lustig. Dieses Konzert schlechten Karma. Ich glaube, hier oben hatte ich schon alles gelootet, wenn ich mich recht erinnere, weil hier ja der Obermod Svens wohnte. Und ich würde mich schon sehr wundern, wenn ich Svens' Stuff nicht komplett leer. Nein, nicht komplett. Guck mal, kriegen wir sogar noch einen OP-Schlauch zum Craften. Den Svens Computer haben wir uns auch schon angeguckt. Den Teller konnten wir wahrscheinlich letztes Mal nicht mehr mitnehmen. Ja, deswegen habe ich jetzt auch keinen bekommen. Stählerne Bruderschaft war nicht hier. Die Legenden wissen warum. Selbst für eine leere Milchflasche kriege ich schlechtes Karma. Was ist hier los? So. Ach, ein Teddybär. Schade, dass wir mit denen nichts mehr anfangen können. Außer sie zu verkaufen. Mentats. Ach ja, ich habe tatsächlich, bevor ich hier aufgenommen habe, ein bisschen versucht, mich an einen Xbox-Controller in diesem Spiel zu gewöhnen, da ich ja Hogwarts Legacy mit einem Xbox-Controller spiele und das inzwischen recht cool finde. Aber ganz ehrlich, dieses Spiel hier, genauso wie man Hogwarts Legacy merkt, dass es für Controller gemacht wurde eigentlich. Ach nee. Genauso merkt man, dass dieses Spiel eigentlich nicht für Controller-Steuerung gemacht wurde, meiner Meinung nach. Also, ach, eine Vampirklinge. Ja, wollen wir mal eine Vampirklinge verwenden? So, ja, ich glaube, wir haben soeben gerade im Rest die leer geröstet, wollte ich gerade sagen. Oder? Nee, hier war ja noch was. Hier war hier hinten noch diese Räumlichkeit, wo sie den komischen kleinen Jungen festgehalten haben, der seine Eltern aufgegessen hat. Würde mich zwar wundern, wenn hier noch irgendwas wäre, das wertvoll ist. Wieso? Ist ein Klo, Digga. Hier mussten wir nicht vorsichtig sein. Stillende Bruderschaft hat die Waschbecken zerschissen. Sieht so aus. So, nö, also dann war jetzt wohl das auch das mit Resti. Die einzige Location, die wir jetzt noch leer looten könnten, also die mir jetzt einfällt, ist die Zitadelle. Aber ob ich das mache, naja, vielleicht wenn wir hingehen, um was zu verkaufen. Ich würde dann jetzt mal sagen, wir reisen mal auf Verdacht nach Megaton und ja, versuchen da mal weiter zu verscheuern. Hier ist es sehr sicher, Sharon. Du musst nicht immer so viel Angst haben, mein kleines Mädchen. Wir sind hier ganz sicher. Und du hast den Onkel Honk bei dir. Der hat eine ganz böse Bum-Bum-Knarre dabei, die Leute durch die Luft fliegen lässt. Bah. Tu doch nicht sowas, Digga. Ja. Das Gleiche hat letztes Mal hier Crossy gemacht mit mir. Begleiter sind immer gleich. Komisch, dass ich das nicht mitnehmen kann. So, schön. Dann haben wir das auch mal am Start. Jetzt, ja, wie gesagt, jetzt zurück nach Megaton. Dann schauen wir mal, was wir da machen können. Ansonsten können wir auch schon mal mit den verschiedensten Enklave-Rüstungen uns vollpacken und zu Kerstin fahren, weil Kerstin kauft ja immer noch Sachen für Stimpaks. Gibt zwar keine Ocken. Der Thomas, der hier ab und zu mal zuschaut, meinte so von wegen, ja, könntest sicherlich diejenigen, die genervt sind von der Dauer des Let's Plays und so weiter und deinem ewigen Gelute und Gehandel, könntest du sicherlich noch eine Menge mehr ärgern, wenn du die ganzen Stimmpacks hinterher noch für Ocken verkaufen würdest. Aber nein, das war von vornherein nicht geplant. Und das wird auch so nicht gemacht. So,
Und deswegen, ich hoffe wirklich, dass unser Ausflug zeitmäßig gereicht hat, um die Ockenregeneration anbrechen zu lassen. Sharon, meine Schöne, komm mal her. Genau. Du solltest an deiner Stimme arbeiten. Weißt du? Ich habe da vor einiger Zeit mal eine Transfrau kennengelernt. Die hat inzwischen eine sehr, sehr schöne Stimme. Muss man sagen. Und das kannst du auch. Du kannst es auch. Du musst nur einfach an den Regenbogen glauben. So, dann wollen wir mal. Politisch unkorrekt? Ja. Was? Ja. Hier. Na sicher. Dann nimm mal alle in Ordnung. 110 Kronen kochen. So. So. Ja, wieder an die Arbeit. Es wird vielleicht eine der letzten Lieferungen sein, die ich dir bringe, weil es wird nicht sehr viel mehr noch kommen. Es sei denn, der eine oder andere Roboter rennt mir in die Arme. Und wird von meiner Tesla-Knarre platt gemacht. Ah, hallo. Bin gerade ein... Ja, ja, ist doch in Ordnung. Komm. Was darf's denn sein? Keine Ocken. Keine fucking Ocken. Ja. Das ist die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Ich glaube, der Herr oben in, sag schon, Canterbury Commons hatte noch was am Start. Ockerowskis mäßig. Deswegen reisen wir da noch ein einziges Mal hin. ein einziges Mal. Hallo, wie geht es Ihnen heute? Sehr, sehr gut, weil niemand hier auf die Idee kommt, meinen Sharon platt zu machen. Was ist los? Muss ich das wirklich noch erklären? Sehen Sie sich die Speisekarte an und sagen Sie mir, was ich für Sie tun kann. Er hatte doch noch keine Ocken mehr, weil ich ihm alles... ja. Entschuldigung! Ja. Warte mal, wenn ich jetzt hierher gehe und penne hier eine Runde, denn es wird gerade Abend, dann würde ich sagen 13 Stunden. Ich würde es jetzt so abfeiern, wenn wir jetzt aufwachen würden. Oh, die Zikaden zirpen. La France. Le Sud de France. La Provence. Hallo. Habe ich eine Chance, bei dir etwas zu verkaufen? Hey Porter, du. Harry, bist du schon wieder braindead oder was? Wir haben hier nur das Beste. Du hast gar nichts. Du hast fucking gar nichts. Moment mal. Morgen. Freeman. Ja, da liegen auch noch die ganzen Leichen rum. Das heißt, ich gehe jetzt tatsächlich nochmal das Risiko ein, dass ihr mich kreuzigt und... Warte mal, in Big Town. Das habe ich die ganze Zeit vergessen. In Big Town gibt es ja auch noch eine Händlerin oder besser gesagt eine Heilerin. Ich hoffe, die gibt es noch. Ich hoffe, ich habe sie nicht getötet. Bitte lass mich sie nicht getötet haben. Ach, er läuft hier immer noch in Unterwäsche durch die Gegend. Ja, moin. Ach, Sie sind's. Hallo. Ja. Nochmals. Ja, gut, dass hier noch alles lebt. War das hier, wo die... Ah, Reds Klinik, genau. Ich hoffe, Red ist am Leben. Red, wo bist du? Big Town Keller Klinik. Ist die vielleicht hier unten? Nö. Ich bin hier lange nicht mehr gewesen und ich hoffe, Red lebt noch. Ich hoffe, ich habe sie nicht irgendwann mal... Na? Hey, willkommen zurück. Ah, da ist sie. Was ist los? Sie hat immer noch das Bleirohr und ihre Unterwäsche an. Ich brauche medizinisches Material. 30 Stimpaks! Mädchen, du bist ein Wunder. Du bist eine echte Wundertüte für mich. Nimm das. Nimm die 10 Blechdosen. Du alte Blechdose. Und ich sollte nicht so viel Blödsinn machen, sondern lieber aufpassen. Sonst verkaufe ich hier noch irgendwas, wo ich überhaupt gar keinen Bock habe, das zu verkaufen. Aber er hat so viel Augen. Nee, besser gesagt, die Stimmpacks haben mich jetzt arm gemacht. Guck mal. Ja, also das heißt, wir haben... Ja, warum habe ich denn daran nicht gedacht, dass es die auch noch gibt? Und vor allen Dingen, die hat richtig Ocken.
Gab es hier vielleicht sogar noch einen Händler oder so? Ich konnte ja eben die Dame draußen was fragen. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ja, und dann sollte ich möglichst bald die Handelsrunde, Crafting-Runde machen. Ran away. Ja, das hat schon ein bisschen mehr Wumms. Warum sollte jemand das schmutzige Wasser kaufen? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Ich lasse es nochmal. Alter. Ja. Na komm. Ah, die behalte ich noch. Die behalte ich auch mal, die Vampirklinge. Die hat nur ein Gewicht. Dann können wir damit tatsächlich mal ein bisschen durch die Gegend fetzen. Wer weiß. Ich komme gleich mal wieder. Ich schulde dir jetzt etwas Geld, aber... Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Ja, danke. Auch. Ja, die haben wir damals aus dem Polizeirevier gerettet. Was versteckst du dich da so in der Ecke? Hast du Angst vor Sharon? Hast du Angst vor Red Sharon? Alles klar. So, dann gib mir mal den... Nein, den kannst du mir jetzt nicht geben. Das kannst du mal behalten. Das auch. Nein, die. Also die guten Sachen lasse ich erstmal noch. Ja, ich weiß. Okay. Ja, nee, das soll er behalten. Tesla-Rüstung soll er auch behalten. Wenn ich ihm das lasse. Na gut, dann legt er das nächstes Mal an. Meinetwegen. Hm. Ja. So. 10 vor 10. Könnte sogar die Realzeit ja. sein. Nur abends. Ja, ja. Alles. Okay, du hast jede Menge Ocken. Und die nehme ich dir ab. Alle. Schon passiert. Ja, das kannst du nehmen, das kannst du nehmen, das kannst du nehmen. Ja, wir kriegen die schon leer. Okay. Ja, schon fast am Start. Also noch 16. Ich habe dir nicht gesagt, dass du rauchen sollst. So, noch zwei. Haben wir noch irgendwas für zwei Wochen? Weißt du was? Ja. Sharon, du hast das nicht gesehen. Das ist eigentlich Crafting-Material. So. Ein weiterer zufriedener Kunde. Das Passend. Kann man so sagen. Und du hättest ruhig mal anrufen können, dass du hier eine Klinik hast. Ich habe dich komplett vergessen. So, dann raus hier. Vielleicht greifen ja auch gerade die Supermutanten an. Dann hätten wir hier ein bisschen Spaß. Der Held von Big Town ist da. Jo. Hallo. Es sind nicht mehr viele übrig, um Läden zu betreiben oder sowas. Sie könnten in Reds Klinik vorbeischauen, um sich zusammenflicken zu lassen. Ja, nee. Ach, die meisten von uns kommen aus Little Lamp. Ja, dann ja. Niemand hat... Ach so, Little Lamp Light. Da könnten wir vielleicht auch noch handeln. Ja, tschüss. Ja. Dann lass mich doch mal schauen. Weißt du, wir müssen nach Megaton. Ganz eindeutig. Ich bin der Held von Big Town. Ja. Wie viele hier wohl jetzt gerade zuschauen, die sich an die alten Ereignisse noch erinnern können, die hier stattgefunden haben. Weißt du was, wir gehen einmal kurz ins Haus und bringen mal das Material weg, das ich nicht so gerne bei mir haben möchte. Wir können auch einmal kurz craften. Ja, das können wir machen. Okay. Ja, eigentlich müssten jetzt die Ocken wieder da sein, weil der Sektenzettel ist wieder da. Das. Du gibst mir jetzt einfach mal alles, was du da hast, bis auf die Sachen, die dir zustehen. Was nicht das ist. Doch, warte mal, der Höllenfeuerhelm, den kannst du haben. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo einen Tesla-Helm rumfliegen habe. Ich glaube es zwar nicht, aber möglich wäre das. Let's go.
So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier reinpacken können. Warte mal, habe ich denn hier vielleicht einen Tesla-Helm für ihn? Nur Tesla-Rüstungen. Ja, und davon viel. Den Alien-Atomisator und den Integrator packe ich hier mal rein. Ich glaube zwar nicht, dass ich das nochmal irgendwann verwenden werde. Den Hochleistungsofen, Höllenfeuerrüstung. Okay. Powerhelm der Enklave. Ja, ciao. So, und jetzt nur ein klein wenig craften. Und dann schauen wir mal, ob die Orken wieder da sind. So, Rösti. Nö, fehlt eine Handbremse. Rocketwerfer. Jupp, immer. Rocketwerfer. Nö, Laubbläser fehlt. Gleisgewehr. Jupp. Das gute alte Huhu. Fehlt eine Krücke. Nuka-Granate. Wow. Nuka-Granate. Ach ja, er hatte ja 5 Nuka-Cola Quantum dabei. Okay. Todeskrallenhandschuh? Nö, keine Stutzbandage. Faltpistole? Ja. Faltpistole? Jo. Es fehlt ein Schlauch. Also ein OP-Schlauch. Kronkorkenmine. Ja, siehst du, guck mal, jetzt lohnt sich diese Sitzung dann doch mal. Ja, aber es ist die letzte Crafting-Sitzung. Das ist jetzt versprochen. Ich packe den Kram jetzt hier nur rein, weil ich nicht mit 2065 Gewichtseinheiten auf den Schultern rumlaufen kann. Nein, das geht nicht. Glaub's mir. Aber der ganze Quatsch wird jetzt nach und nach verkauft. Ja,